Bei einer Demonstration in Lissabon sind tausende Polizisten vor dem portugiesischen Parlament zusammengekommen. Sie forderten höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Es handelte sich um die größten Polizeiproteste, seitdem die Sozialisten 2015 an die Regierung gekommen waren. Dabei ging es auch um die allgemeine Ausrüstung, die Gesundheitsvorsorge und Rentenregelungen. Wir wollen, dass sich diese Themen, von denen uns versprochen wurde, dass sie bald angegangen werden, im Staatshaushalt widerspiegeln. Wir wollen also einen Beweis dafür, dass die Regierung nicht nur vorhat, sich darum zu kümmern, sondern es tatsächlich tut. Sonst werden wir wieder auf die Straße gehen. An den Protesten nahm auch die sogenannte Nullbewegung teil, eine Gruppierung, die seitens verärgerter Polizisten Zuspruch erfährt. Unterstützt wird sie von der rechtspopulistischen Partei Chega. Es geht um mangelnde Hilfe durch die Institutionen, die uns eigentlich unterstützen sollten, wenn wir auf die Straße gehen. Mein größtes Problem ist zu wissen, dass, wenn ich einen Fehler mache, jeder mit dem Finger auf mich zeigt und sich niemand mit der Polizei solidarisiert. In einer Erklärung hatten Polizeiverbände der Regierung kürzlich vorgeworfen, die öffentliche Sicherheit Portugals aufs Spiel zu setzen. Für das erste Halbjahr 2020 sind Gespräche zwischen den Polizeigewerkschaften und der Regierung zu möglichen Investitionen geplant.